Willkommen zurück zu My Time at Portia und der Startbildschirm ist gerade sehr herbstlich. Außerdem scheint dort der Roboter aus der Zauberer von Oz mit Pfannen zu schießen? Ich weiß es nicht. Ah, das ist ein Flugzeug. Vielleicht heißt das, es wird bald ein Flugzeug kommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, da wird was Gutes kommen. Es kann sein, dass heute ein Update kam. Ich habe nicht nachgeguckt. Moment, das kannst du gar nicht sonst machen. Dachte ich, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Kannst du machen? Nein, na gut. Wir wollen mal weitermachen. Ich würde ganz gerne eine Quest fertig bekommen. Tag 6, Monat 1, Jahr 1. Und zwar die Quest, bei der wir Dingens gemacht haben. Darf ich rausgehen? Danke. Wie heißt die Quest nochmal? Ihr wisst genau, welche ich meine. Oder auch nicht, weil ich irgendwie selbst gerade nicht drauf komme. Warte, ich hab's gleich. Meet and Greet. Das war's. Außerdem die andere Quest. Ich hab noch eine mit der Angel. Dann wollte ich noch in die Höhle gehen und versuchen dort Kupfer zu bekommen. Damit wir die Scheiben machen können. Oder was er da haben wollte. Und was noch? Das war eigentlich erstmal soweit alles, ne? Vielleicht ein Level-Up machen, damit wir die Ausrüstung tragen können. Das wäre auch super geil. Nun, eine Angel herzustellen sollte, glaube ich, nicht allzu schwierig sein. Ich glaube, mir haben dafür noch ein paar Sachen gefehlt, nicht wahr? Items-Katalog. Kann ich... Da ist Beginners Fishing Rod. Die sollen wir herstellen. Also ein Kumpel. Da steht gerade nichts drin. Da steht nur drin, dass ich spawnen kann. Und hier konnte ich es herstellen, nicht wahr? Die Angel. Wir brauchen nämlich Wild Cocoon und Copperbar. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Ich muss mal selbst ein bisschen lauter machen. Sonst höre ich mich so leise auf den Ohren, dass ich mal denke, das Mikrofon wäre zu leise dabei. Das ist voll aufgedreht. Fangen wir doch mit Meet and Greet an. Was ist das denn hier? Mysterious Starter Disk. Oh, fangen wir doch damit an. Hier. Die neuen Backstreet Boys aus den 90ern. Hab ich gefunden in der Höhle. Hat jemand entsorgt. The Day Builder. Oh dear, a data disk. You know what this is? Of course! This is what the ancients used to store information on the technologies back in the age of corruption. It is highly dangerous because there's a chance this little item here can contain the blueprint for world destruction. Also er sagt, das ist Technologie aus der uralten Zeit und Menschen aus der Vorzeit haben es benutzt, um ihre Daten zu sichern im Jahr der Korruption. Wir müssen es abgeben, weil es könnte ein Blueprint drauf sein, ein Blueprint von einer Waffe der Vernichtung der Welt. Deswegen ist es wichtig, die Backstreet Base abzunehmen. Könnte auch Justin Bieber sein, hat er recht. Das ist natürlich Massenvernichtungswaffe, eine Massenverblödungswaffe auf jeden Fall. It can't be that bad, right? You're what? 18, 19. The Age of Darkness is probably just another fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma told me first-hand accounts about the time before Peach. The time when folks lived in the ruins underground. She went days without food. Everyone fought everyone else over the most basic of things. People were considered old when they hit 30. And it was always dark. Also, wir haben gerade nachgefragt, ist was wirklich so schlimm? Und der hat gesagt, so, meine Urgroßmutter hat mir erzählt, aus erster Hand erzählt, aus der Zeit, wo sie in den Höhlen gelebt haben, also in diesen Ruinen, wo jeder sich gegenseitig bekämpft hat und wo man als alt galt, wenn man 30 war. Ich bin 29. Okay, ich fühle mich noch nicht so alt. Imagine that. That's what the end of the world looked like. And that was created by the very same dark technology stored inside this little disk. Ich stell dir jetzt mal vor, wie das Ende der Welt wohl ausgesehen haben könnte. Und es wurde erschaffen aus derselben Technologie. Gepackt in dieser kleinen Disk. Ja. Massenvernichtungswaffen. USB. Guck mal, wir sind schon nach der Ancient-Zeit. Okay, zugegeben. Wir sind mittlerweile in der Cloud-Zeit. Das heißt, Uralte Technologie. Uralt, ancient. Anyhow, I'm not trying to scare you, but it's the reality of your builder business. All the dangerous technology are spread around the world, waiting to be stumbled upon. And in the case of the research center in cities like Vega 5. Was? Ach, like Vega 5. Das ist also eine Stadt, die heißt Vega 5. Ich frage mich, ob wir hier vielleicht eine Background-Story bekommen, die so von dem, wie das Spiel halt aussieht, von dem man gar nicht denken könnte, dass sie kommen würde, so wie sie ist. Ich meine, eine Stadt, die Vega 5 heißt, klingt ein bisschen, als würde da irgendwie, ja, der Versuch geworden zu sein, als wäre es eine Zivilisation, eine künstlich erschaffene Zivilisation, die da aufgebaut wird und vielleicht angesiedelt wird. Wie heißt das nochmal? Ah, da gibt es ein Wort für. Ich habe vergessen, wie es heißt. Verdammt. Wer weiß, vielleicht sind diese Dörfer nicht einfach nur Dörfer. Vielleicht ist da mehr dran. Expedited in their recovery. The Calamity will strike again. Er versucht mich nicht zu beängstigen, aber die Realität ist halt die Realität unseres Business, unseres Bauer-Business. All die gefälschte Technologie, die in die Welt rumverteilt ist, muss halt eingestampft werden oder so. Stumbled upon. Waiting to be stumbled upon. Oder war darauf, eingesammelt zu werden. Und im Fall vom Research Center und Städten wie Vega 5, damit die wieder aufblühen können. Denn die Ruhe wird wieder zuschlagen. Calamity. Es ist nicht Ruhe. Calamity. Calamity will strike again. Ich weiß, was das Wort heißt. Wahrscheinlich then Calamity will strike again. Vielleicht heißt es, dann wird der Aufbau wieder starten. Wer weiß, ich weiß es gerade nicht genau. Aber es könnte halt aus dem Kontext könnte so klingen, ne? So, it's a priority of the church to seek out and destroy all the data disk and other dangerous relics. With help from ruins, divers. Such as you, of course. Das heißt, die Priorität der Kirche ist es, diese ganzen Reliquien zu sammeln und zu zerstören. Und es ist unsere Aufgabe, die zu holen. Also kann ich dir das hier geben? Ja, das ist richtig. Die Kirche wird das vorsichtig behandeln. For your efforts. Nee, die Kirche wird dich dafür belohnen. Für deine gute Arbeit. Oder so ähnlich. We have in our possession a vast amount of green technology learned through the age. Wir haben eine Menge über die Technologie gelernt. Mit Zeit, ich weiß nicht. Wait a minute. I know that, look, the church isn't against the use of good technology that can bring telesis to our society. We are only against dangerous technology. Was? Warte eine Minute. Ich weiß, dass es so aussieht, als würde die Kirche so aussehen, als wäre sie komplett gegen Technologie, aber sie möchte einfach nur keine Gefahren auf die Welt loslassen oder hinterlassen. Will nicht, dass Leute rankommen können. What kind of green technology? Was für eine Art grüne Technologie? Mostly special seeds, you see. We can share what we have with you as you bring us more discs. You can know how to plant crops. You do know how to plant crops, right? Also im Austausch für Disketten gibt er uns Pflanzensamen, dann können wir uns Sachen anbauen. Und er hat uns gefragt, ob wir wissen, wie man das macht. Oh dear, you should ask your neighbor Emily about how to farm. Es gibt einen Emily in Stardew Valley und der lebt in einer Fischerhütte. Und ich denke, der ist ein Penner. Aber er sieht aus wie so ein Goldlöckchen, keine Ahnung. Wie so ein Edelmann. Okay, great. Here, I'll take the disc and give you some seeds to get you started. When you discover more discs, bring them to us and we will give you more seeds. You will be doing this world a great service. Ja, ich soll Emily fragen, über wie man farmt, und er nimmt die Diskette oder die CD, gibt uns dafür Seeds und ich soll wiederkommen, um ihnen Seeds, um Disketten oder CDs zu tauschen, im Austausch gegen Seeds, also Samen. Bam! Cotton Seeds, Baumwollsamen. Okay, Menschenlevel? Nein, Mensch noch nicht. Ich habe halt ein Level-Up. Da sind die Seeds. Okay. Gut, wir haben noch mehr. Wir haben noch Zeug. Da. Bist du das? Bridge of the Amber Island. Das Meet and Greet. Das auch Meet and Greet. So. Ist das der hier? Ich weiß es nicht. Einer von denen ist noch da, wo ich Dings geben muss. Das Zeug. Apartments. Da ist auf jeden Fall so ein blauer Punkt. Das heißt, ich muss hier noch jemanden kennenlernen. Das ist was, was ich übersehen habe. Da oben? Ich möchte ganz gerne die Kontaktlinsen abgeben, damit wir dafür unsere Belohnung bekommen. Hallo. Ich hab hier was für dich. Für euch. Oh, eine Kiste. Hat Vorrang. Oh, bitte lass das Blut drin sein. Ein Blutstein. Ist das was Gutes? Das klingt nicht gut, ne? Wobei, 15 Gold oder Gold. Ja doch, das könnte... Geld ist mal was Gutes. Also, wenn ihr mir Geld gibt, dafür bin ich mal zu haben. Oder wenn ihr mir Zeug gibt, womit ich Geld machen kann. Irgendwie die Steuerung ein bisschen hakelig. Aber gut. Ich glaube, ich sollte eigentlich nicht hier oben sein. Ich bin es trotzdem. Also entweder ist direkt hier etwas, also die Person, mit der wir reden sollen, oder aber... Das ist noch eine Truhe. Copperwire. Ja doch, Kupferkabel können wir eigentlich auch bestimmt immer gut gebrauchen. Kann ich irgendwo ins Haus rein? Ich soll ja hier mit jemandem reden. Das... Ah, Gail's Home, Tatsache. Hallo, Dr. Xu. QQ. Oink. Gusts Loyal Pet. Wir haben gerade Freundschaft mit dem aufgebaut. Chat. Kluklu. Können wir dir was geben? Hier. Shiny, rare, mineral, high in hardness, good for making tools. Okay, ich behalte das. Tut mir leid. Ich mag dich auch so, am besten gut gebraten. Hey, welcome to Portia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have these as a welcome gift. Na, guck mal, er ist der Heiler. Das heißt, du verkaufst... Ich kann nur die Sachen verkaufen. Lief. Ich brauche immer noch einen Luftballon. Oder zwei. Einer reicht. Um mehr Angriff zu bekommen. Dann kann man Leute kaputt hauen. Da kann garantiert nichts bei schief gehen. Die wollen sich ja mit uns anlegen, nicht wahr? Und ich bin eigentlich der Meinung, noch ein Level. Ja, ein Level noch. Danach sollten wir durchaus in der Lage sein. Bewegt sich das auch? Fragezeichen. Den Idioten zu verprügeln, der uns so blöd angemacht hat. Ich finde, das ist auch ein guter Plan. Ah, guck mal, noch eine Truhe. Ist eigentlich falsch haben? Und es sind... Es ist Marble. Marble war Marmor, ne? Ich glaube, Marble war Marmor. Ah, das kann ich nicht abbauen. Okay, schade. Das wäre irgendwie lustig. Oh, wir wetten, der quatscht mir jetzt wieder ein Kotelett an die Backe. Sollte ich ihn denn... Was? Ich glaube, das sollte so eigentlich nicht sein. Warum auch immer ich gerade da so komisch am Rand stand. So, hier ist noch was. Petra. Oh Gott, du siehst aus, als ob du ganz dringend Kontaktlinsen bräuchtest. Hey, Dragobi. Discovered something new? Also hast du was Neues entdeckt? Ja, ich habe diese komischen Linsen in den Ruinen gefunden. Wisst ihr, was das ist? Ah, das ist ziemlich nice. Gläser mit einem wunderbar farbigen Teint. Das sind nicht normale Linsen. Das ist sicher. Hier, Direktor. Komm, sieh das mal an. Was haben wir denn hier? Ah, interessant. Ich schau mir das mal an. Du kannst morgen wiederkommen. Ach, das soll ich mir jetzt merken, oder was? Na gut. What do we have here? Ah, Data Disk. Ah, noch eine Data Disk. Ein Glück. You know what it is? Ja. You wanna know? This is actually related to how you can discover new diagrams for your workshop handbook. Aha. We rely on relic components from the past to build a lot of our current constructs. Many relics in this world are beyond our current understanding, and you won't be able to build them. Not even in 100 years. That's where this data disk comes in. Also, der eben hat uns die abgenommen, weil da gefährliche Blueprints drauf sein könnten, wie Waffen, und somit den Weltuntergang einleiten könnten. Sie sagt uns jetzt, auf diesen Data Disks sind aber auch Sachen drauf, womit wir Sachen lernen können. Aha. These data disks are located all around the world. They hold lots of useful information on the old relics. If you find any, give them to us and we'll help you research into these relics. The research effort will produce the diagrams that you need to build them. Es gibt Disks und Data Disks. Ist das der Unterschied? Wir sollen ihr das bringen, dann helfen die uns, um neue Sachen zu lernen. We're not miracle workers, so don't expect us to come up with things from scratch, but we do know a thing or two about how the components should fit together. Ja, sie sagt uns, wir sollen keine Wunder erwarten. Anyway, just remember that if you find any data disks, bring them to me, okay? Okay, Data Disks zu ihr bringen. Scheiß auf die Kirsche. Petra ist besser. Was hast du mir diesmal mitgebracht? Ah, das muss ein Teil eines Relikts sein. Du kannst unsere Wiederherstellungsmaschine benutzen im Research Center, um wieder die originale Form annehmen zu lassen. Ich nehme die Datadisk, but it should be pretty fast. It will take... Ach nee. It will take data disks. Es nimmt mir die Data Disks weg, um die Sachen wiederherzustellen. But it should be pretty fast, aber es sollte sehr schnell sein. Okay, jetzt habe ich verstanden. Level up, wir können endlich Klamotten tragen. Endlich eine Weste. Wir sehen ziemlich gut aus. Ist das die Covermaschine? Ah, guck mal, wir brauchen 2 Data Disks. Was kann man damit eigentlich machen? Ich gehe mal davon aus, dass wir damit dann, ja, wieder so Einrichtungsgegenstände haben, die uns dann wieder Bonus-Sachen geben, oder? Gehe ich mal von aus. So, nice, wieder was erreicht. Dann lass uns mal diesen Ballon kaufen gehen und dann, ich schlage mal vor, bevor wir dann Meet and Greet zu Ende bringen, gucken wir nochmal nach, ob wir nicht vielleicht irgendwie noch in eine Höhle gehen können und dann uns ein bisschen Zeug holen können. So, hattest du die Ballons, ne? Data Tools, ja. Dann nimm das hier. Das ist selten, ne? Das sollte ich nicht ausgeben. Ah, das kostet 42. Gib mir plus 9 Angriff. Ah, es wird mir auch nicht genug bringen, habe ich das Gefühl, ne? Und jeweils 5... 4 minus 1? Ach so. Nein, ich habe keine Ahnung. Was das heißt denn so? Das hier, 14. Ich habe 2 Stück davon. Oder von 2, ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Wir holen uns das später. Ich bin mir ziemlich sicher, später ist da immer noch was. Und du? Das gibt uns, ja, guck mal, es gibt uns auch Sachen. Also Bonus. Gibt es hier etwas, was ich mir leisten kann für 20? Nicht? Okay, dann gehen wir halt weiter. Wo war denn die zweite Höhle? Abaddon Ruins 2. Der ist relativ weit weg. Und da ist noch... Da sind die Hazard Ruins. Das Blöde ist, hier steht nur, dass hier eine Höhle ist. Da steht aber nicht, dass welche Höhle das ist. Da ist eine Baumfarm. Das ist... Das hatten wir doch schon. Farmstore, ich glaube, da sollen wir hingehen. Das ist unser Nachbar, Emily, oder? Ich hatte den Namen nicht. Ja gut, dann schlage ich mal vor, wir gehen mal in die Abaddon Ruins 2. Mal gucken, vielleicht finden wir da was. Da ist noch ein Kätzchen. Kann man uns noch mit irgendjemandem prügeln? Ich habe gerade Level Ups, ich habe Sachen bekommen. Ich bin besser als vorgestern, aber das war... Dann gehen wir mal hier hoch. Ich finde unterwegs noch eine Kiste. Kiste? 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 Keine Kiste in der Nähe. Gut. Oh, das heilige Schwein. Civil Corps. The Flying Pigs. The Flying Pig Guild Symbol. It's... Ah, okay. Es ist nur der Stolz von dieser Welt. So. Da ist eine Klinik. Da wollten wir noch nicht hin. Da, guck mal, wir können uns das aus der Nähe angucken, die Ruinen. Ich glaube, das da sind die Ruinen, wo wir auch reingehen sollen oder reingehen können. Aber zunächst müssen wir mal gucken, ob wir dem hier aufs Maul hauen können. Arlo. Das war unser Kumpel, ne? Probieren es einfach. Hey, was haben wir zu verlieren? Kampf. Oh no! Boah! Oh Gott, das war ja echt. Jetzt muss ich dem Bier ausgeben, verdammt. Ich bin noch nicht alt genug, um zu trinken, also musst du darauf warten, bis ich volljährig bin. Ciao. Habe ich schon bezahlt? Ist das auch hier? Inspection, no enter. Okay, da kommen wir nicht rein. Elevator. Not enough gold. Ich brauche 20? Doch 20. Ich habe 15. Warte, verliere... Ich verliere Geld, wenn ich verliere. Fuck. Okay, das heißt, entweder komme ich da nicht rein, weil... Ist noch nicht offen. Muss noch was in Event oder so vertriggern. Oder, das ist schätze ich mal wahrscheinlicher. Ich will mal dahin gehen. Early Access. Es ist noch nicht fertig. So, jemand meint, ich soll auf den Ring hier achten. Aber das war nur eine Vermutung. Ich schätze mal, der meinte diesen Ring hier. Der Ausdauerring. Wenn ich müde bin, dass es sich verfärbt. Dass dann, wenn dann halt Zeit zum Schlafen ist und so, aber... Naja, scheint auch nicht zu sein. Collapsed Wasteland. Kommst du schon rein? Check. The Collapsed Wasteland is currently going through routine safety inspection by the Civil Corps. It will open on the 17th of this month. Sorry for the inconvenience. Das heißt, wir können auch nicht in die neue Höhle reingehen. Okay, das wusste ich nämlich nicht. Store. Mysterious Man Store. Don't know when he will be back. Oh, da gibt es so viel zu erkunden. Überleg mal. Was? Oh Gott, das habe ich bei, wie heißt das? Bei Stardew Valley so geliebt, dass da immer so Sachen sind. Du weißt, da ist was. Du musst es dir merken. Aber du weißt nicht, wann du es benutzen kannst. Ich frage mich, ob das Spiel hier wie bei Harvest Moon 3 Jahre oder so hat, wo man Zeit hat, um was zu erreichen. Mir wurde nichts gesagt. Bei Harvest Moon war ja klar, ich muss innerhalb von 3 Jahren Teil der Gesellschaft dort sein. Ansonsten Ende. Oder ob das halt so ist wie in... Hallo May. Ist irgendwie süß mit dem Hütchen. Oder ob das halt so ist wie in Stardew Valley, wo es einfach unendlich ist. Ich möchte ganz gerne Mark enden. Wir gehen dahin. Also einmal querbeet durch. Weil ich möchte gerne mir das Zeug holen. Wir brauchten noch ein paar Stacheln, glaube ich, ne? Für das Schwert-Upgrade und was noch? Oh, da war noch irgendwas, ne? Irgendwas, wo ich noch nicht dran kam. Wir können ja trotzdem mal da unten entlang gehen und gucken. Wir können die Gegend ja mal ein bisschen erkunden, damit wir halt mal wissen, so, was es hier so gibt. Hi. Hallo, Gail. Da sind Fische. Ich soll... Ah, hier. Ah, das ist die Brücke. Ich dachte, das wäre der Typ mit der... Dingens. Ich vergesse, wie der heißt. Mit der Angel. Da sind, was? 3 Zwerge, allein im Wald. Der 4. ist da hinten. It's so nice having everything around for a weekend barbecue. Hab ich Barbecue gehört? Hey, ich bin auch so klein wie ihr. That smell, it's to die for... Ist das sowas wie Fantasiegrillen oder so? Ich meine, hallo? Ihr grillt nicht. Hallo, nice to see you again. How you settling? Ja, dich kennen wir schon. Sollen wir die kleinen Männer verprügeln? Going down. I'm Dawa. It's really easy to get me mixed up with my brother, so don't be surprised. Ja, der auch. Er sagt nur, es ist leicht, ihn zu übersehen oder zu vertauschen mit seinen Brüdern. Ansonsten nochmal alles Grüße. So. I heard about the fireside. I heard about at the fireside meeting. So how long are you gonna stay here? Puh, gucken wir mal. Komm, wir verprügeln mal die kleinen Männer. Das ist irgendwie gemein, ne? Wetten, der verhaut mich jetzt. Ich weiß, kleine alte Männer, die sind gemein. Gemein gefährlich, die tun uns weh. Haha, Ausweichrolle. Ja, ich hab's gewusst. Der wird mir richtig mies wehtun. Hat der gerade gepupst? Das ist Level 22. Dann versuch's einfach mal. Was hat der Geld für uns? Wenn wir gewinnen, ne? Ich meine, er darf uns ja nur nicht treffen, das ist alles, ne? Das ist ja nicht so schwierig, oder? Da. Der hat mich getroffen, oder? Ne, ich hab den getroffen, das waren Criticals. Da hat er gepupst! Ich bin... Oh, 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 er hat mich getroffen. Oh, der macht aber gut Schaden. Aha, aha, aha. Hit and Run. Das Feigling-Taktik, aber sie funktioniert. Immer wieder. Was? Draw? Time up? Nein. Okay, es bringt gar nichts. Jetzt habe ich sie verjagt. Oh, guck mal. Geht weg, ihr kleinen Schwänge. Nee, ja, das habe ich gestern. Das habe ich vergessen. Das habe ich gestern. Das habe ich noch. Moment, ich hab's gleich. Das habe ich noch von gestern vergessen. So. Es gibt ein Time Limit. Deshalb es nichts bringt, sich mit größeren anzulegen, weil größere sind meistens stärker. Es dauert zu lange. Hallo Carol. Allein hier draußen? Wie geht's dir? Das ist die Frau von dem Typen, ne? Die fahren wir. Let me show you my full power! Ja genau, das sind genau die Wörter, die Erwachsene sagen würden. Das ist nur Level 4. Die gibt mir immer Feigen! Seht ihr das? Was sie für eine Ohrlaschen-Kombo hat? Ich wette, das ist Pantoffelangriff, um den Mann unterm Pantoffel zu halten, ne? Ja, Frauen wie dich kenne ich. Ihr denkt immer, ihr habt das Sagen. Never image, er could. Da, guck! 13 Gold bekommen! Jetzt bin ich im Plus. Okay. Jetzt weiß ich, wie wir Geld machen. Wir verprügeln einfach die Leute und nehmen sie ihnen ab. Was kann man daran falsch machen? Da ist ein Kind. Bleib hier. Bleib hier. Todi. 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 Hallo. Hallo. Bleib stehen. Warte. Warte. Bleib. Hallo. Ich rede mit dir. Ich darf nicht im Laufen E drücken. Das ist ein erwachsener Mann. Er sagt nur Hallo. Erwachsene Männer sind gefährlich, oder? Kleine, dicke erwachsene Männer. You better be careful. I'll show no mercy. Level 10. Ach komm, den schaffen wir. Trotz so stark ist er gar nicht. Au! Hab ich gesagt. Das ist nur ein Draw, wenn du mich nicht besiegst. Und ich dich nicht besiege, aber du hast zu wenig HP, als dass du das überleben könntest. Ah, ich bin... Der ist schnell, der greift oft an. Da, das meinte ich. Der greift immer nur einmal, der stoppt seine Kombos. Wenn der nicht trifft. Aber der greift an, wenn ich halt angreife. Na, guck, gesehen? Das stört. Noch 7 Sekunden, komm. Alles oder nichts. Ha! Und wir haben wieder Geld gemacht. 14 diesmal. Danke, Kumpel. Kostet das eigentlich Ausdauer? Da sind Kühe. Sag mal. Ich kann sie nicht töten. Schade auch. Schade. Ich wollte jetzt mal zu der alten gehen, die uns zeigt, wie man Sachen anbaut. Oder? Ja, das und Meet and Greet. Das haben wir dann auch fertig. Wunderbar. Guck mal hier. Hallo. McDonald's Home. Ist das der richtige? Ich glaube nicht, ne? Old MacDonald Ruff had a farm. Hey ja, hey ja. Oh. Hallo McDonald's. Ich kämpfe nicht gegen dich, du siehst gefährlich aus. Ein richtiger Killer. Er hat mich nur begrüßt, also... Ich werde diese Begrüßung, dieses Hey there, you are the new builder, right? Überspring dich. Die sagen nur, hallo, wie geht's? Du bist doch der Neue, nicht wahr? Ja, natürlich bin ich der Neue. Sophie's Ranch. Von 8 bis 19 Uhr. Nein. Telefon. Ich gehe aufs Dach. Es hat sich gelohnt. Haha. Oh. Dried apple slice. Getrockneter Apfelscheibchen. Gott! Ich kann nicht mehr reden, ich weiß nicht warum. Was? Wie? Hä? Hä? Da war eine Kiste und ich habe die nicht bekommen, aber ich konnte sie öffnen. Das ist interessant. Interessant. Ah! Oh Gott. Ich werd gejagt. Ihr könnt ihn wieder haben. Lass mich in Ruhe. Ich nehme ja so einen hier mit. Haha. Meiner. Hihihihi. Ich hab für einen Küken. Tja, was macht ihr jetzt, ne? Ich nehme die Mitte mal an, ja, bevor ich die Folge wende. Haha. Ich bin ein Kindesentführer. Hihihi. Ich komme nachts und nehme euch eure Babys weg. Und ihr könnt... Ach du Scheiße, ihr könnt nichts dagegen unternehmen. Oh Gott, sie brechen aus. Ja. Ist ja genial. Oh Gott. Sie verfolgen mich. Okay, wir wissen nicht, wie man Tiere herholt, also klauen wir uns einfach welche. Ist einer gefolgt? Du bist jetzt mein. Fühle ich wie zu Hause. Zu essen gibt's nicht. Aber fühle ich wie zu Hause. So, Spikes Sword. Uns fehlt Resin. Kann man von Logging. Ja. Hi. Ich weiß nicht. Ich habe nur einen Küken entführt. Genau, versteck dich, sonst sehen sie dich. Okay. Wir müssen sowieso am nächsten Tag wiederkommen, weil wir müssen ja den letzten Shopkeeper erreichen. Und wir müssen herausfinden, wo wir Kupfer herbekommen. Das ist das Schwierige. Ich schätze mal, irgendwo müssen Adern sein. Das heißt, wir gehen morgen zum Shopkeeper. Und lassen uns das Farming erklären. Wir haben mittlerweile auch Geld, um uns einen Luftballon zu kaufen. Natürlich wieder nicht die Uhrzeit dafür. Und wir können, wir werden morgen nachgucken, wo wir dann die Sachen finden. Also die, ja, die Erze dafür, für Kupfer. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und ich würde gerne gut lächeln, aber ich habe auch in letzter Zeit sehr, sehr trockene Lippen. Ich weiß nicht warum. Dann trinke ich einfach zu wenig. Lächeln tut weh. Ciao.